Liebe Ampel, kluge Politik ist vor allem nachvollziehbar, transparent und wirksam. Auf die allgemeine Impfpflicht trifft keines dieser drei Kriterien zu. Wir sollten also auf die Impfkommission hören, wenn wir über die Impfpflicht reden und sie sein lassen. Sechs Argumente möchte ich gerne nennen. Das Virus lässt sich durch eine Impfung eben nicht ausrotten. Und damit ist der zentrale medizinische Grund für eine Impfpflicht obsolet. Was ist, wenn nach der Omikron-Variante die Pi-Variante kommt und der Impfschutz nicht mehr greift? Selbst Virologen bezweifeln, dass sowohl die Wirkung als auch die Schutzdauer so unsicher ist, dass eine Grundlage für eine Impfpflicht eben nicht möglich ist. Das Gesundheitssystem ist angespannt. Ja, das stimmt. Aber eine Überlastung ist bisher nicht zu sehen. 10% der Intensivbetten in Deutschland sind mit Corona-Patienten belegt. 20% der Intensivbetten sind noch frei. Von einer Überlastung des Gesundheitssystems kann nicht die Rede sein. Die Immunität erfolgt auch durch eine Infektion. Geimpfte und sogar Geboosterte können das Virus in sich tragen. Sie können es sogar weitergeben. Auch das ist ein zentrales Argument. Es sind nicht nur Verfassungsrechtler, es sind auch Mediziner, es sind Virologen und sogar der EU-Impfbeauftragte, die Skepsis äußern. Also lasst uns doch auf die Wissenschaft hören, selbst wenn sie eine Ansicht vertritt, die wir nicht teilen. Letztes und vielleicht entscheidendes Argument gegen die allgemeine Impfpflicht ist, sie wäre ein Booster für die Politikverdrossenheit in diesem Land. Wenn ein Jahr alle namhaften Politiker sie ausschließen, sollte sie nicht ein halbes Jahr später kommen. Die Gräben, die Schützengräben in dieser Pandemie sind bereits gut gefüllt. Es wird Zeit, dass wir rauskommen und nicht mehr Leute reinbringen.